Hey, heute erkläre ich euch, wie Teamchats in Roblox Studio funktionieren. FM Studio hat nämlich kommentiert: Hi Conny, wie wär's mit einem Tutorial, wie man Only Teamchat macht? Also, dass jedes Team seinen eigenen Chat hat. Und tatsächlich ist das gar nicht mal so schwer, weil der neue Tech-Chat von Roblox, der hat einen Teamchat integriert. Man kann hier ganz normal chatten, das kennt ihr ja. Und wenn ich dann einem Team beitrete, wie zum Beispiel dem Team Polizei, und ich immer noch chatte, chatte ich immer noch mit jedem. Aber ich kann einfach / T schreiben, dann drücke ich Enter und bin dann auf einmal im Teamchat der Polizei. Und wenn ich jetzt was schreibe, dann steht hier Team. Und tatsächlich können das dann nur Leute sehen, die auch im Team Polizei drin sind. Das ist dann tatsächlich schon mal so standardmäßig in Roblox drin. Aber vielleicht willst du ja wissen, wie du wirklich nur Only Teamchat machst, dass man gar nicht im allgemeinen Chat, weil wenn ich Backspace drücke, kann ich ja wieder im allgemeinen Chat schreiben kann. Und das zeige ich euch jetzt auch noch. Falls ihr euch übrigens fragt, warum mein Chat hier so im Dark Mode ist und ihr das vielleicht nicht kennt: Ich nutze den neuen Text-Chat-Service in Roblox. Der ist in alten Spielen noch nicht drin, aber jedes neue Spiel, das erstellt wird, hat den standardmäßig aktiviert. Wenn ihr den neuen Text-Chat bei euch noch nicht aktiviert habt, klickt ihr hier auf den Text-Chat-Service und wählt dann hier bei der Chat-Version aus Text-Chat-Service. Da steht vielleicht bei euch Legacy-Chat-Service, das ist der alte Chat drin. Aber in der Zukunft wird es den Legacy-Chat-Service irgendwann nicht mehr geben, dementsprechend solltet ihr sowieso alle eure Spiele irgendwann auf den Text-Chat-Service umstellen. Sollte für die meisten Spiele kein Problem sein, weil die meisten Spiele sowieso nichts am Chat ändern. Der Text-Chat-Service bringt halt ein paar neue Features, zum Beispiel diese ganzen Konfigurationsdinger, mit denen man sehr viel anpassen kann, ohne dafür viel skripten zu müssen. Ihr könnt hier alles Mögliche für euren Chat einfach so einstellen. Das ist ziemlich problemlos. Und wir haben hier auch die Chat-Input-Bar-Configuration. Und das ist eigentlich die, mit der wir arbeiten werden. Und zwar, wenn ihr hier runterscrollt, seht ihr Target Text Channel. Ich gehe nochmal ins Spiel rein, damit ihr sehen könnt, wie das für einen Spieler aussieht. Wenn ich in einem Spiel drin bin, dann hat das Spiel auch den Text Chat Service, kann ihn dann öffnen. Dann seht ihr hier auch wieder die Input Bar Configuration. Und der Target Text Channel ist RBX General. RBX General ist der Standard Text Channel, in dem alle Spieler drin sind. Den könnte man theoretisch auch löschen. Aber wenn man ihn löschen würde, wüssten die Spieler immer noch nicht, wo sie reinchatten sollen. Dementsprechend muss man da tatsächlich ein bisschen was skripten. Aber das werde ich euch gleich zeigen. Hier gibt es die Text-Chat-Commands, weil es gibt ja immer Commands, wie zum Beispiel, keine Ahnung, / V für die Version von Text-Channel oder / Fragezeichen Help. Und dann seht ihr hier weitere Commands, wo dann auch steht / Team. Und dann kann man eine Message nur im Team-Chat schreiben oder / T. Und wir sehen hier die Text-Channels. Und wenn beim Text-Chat-Service aktiviert wurde, Create Default Text Channels, wenn das an ist, werden automatisch für alle Teams, die es in dem Spiel drin gibt, Text Channel erstellt. Es gibt natürlich immer RBX General und es gibt immer RBX System für den allgemeinen Chat und die Systemnachrichten. Aber ihr seht, wir haben ein RBX Team Baby Blue, RBX Team Beige, RBX Team Bright Blue, RBX Team Really Red und RBX Team Sea Green. Warum die so komisch heißen? Jedes Team hat eine eigene Brick Color und das sind nun mal die Namen von der Farbe der jeweiligen Teams. Und was wir machen müssen, ist eigentlich nur die ganze Zeit updaten, dass der Spieler ja schön in seinem Team chatten kann. Und ihr seht, hier im RBX General haben wir Roblox Conny drin. Das bedeutet, ich kann lesen und auch schreiben. RBX System haben wir Conny drin. Das heißt, ich kann hier lesen. Ihr seht, Can Send ist aus. Ich kann es aber anschalten, dann trotzdem senden. Aber serverseitig wird es dann halt nicht repliziert. Und ich bin in RBX Team Beige drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Team Feuerwehr beitrete, dann seht ihr, wird das automatisch geupdatet, dass ich nicht mehr im Team Beige drin bin, aber im Team Really Red. So viel zur Theorie. Jetzt kommen wir mal zur Praxis. Es wird, wie gesagt, sehr, 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 sehr einfach. Dementsprechend fangen wir direkt an. Wir gehen auf Starter Player und auf Starter Player Scripts und fügen hier ein Local Script hinzu, das heißt Only Team Chat. Und ihr seht, ich habe es schon vorbereitet. Ich stelle das mal auf Enabled und dann könnt ihr hier das ganze Script sehen. Viel ist da nicht dabei. Wir holen uns den Player Service, den Text Chat Service und den Run Service. Und den Run Service brauche ich eigentlich gar nicht. Den hatte ich vorher wegen einer anderen Idee drin. Als erstes brauchen wir natürlich den lokalen Spieler und dann die Input Bar. Das ist halt genau dieser Chat Input Bar Configuration Ding hier. Das finden wir, indem wir Text Chat Service Doppelpunkt Find First Try Chat Input Bar Configuration suchen. Dann brauchen wir noch die Text Channels und RBX General. Wir könnten natürlich den Spieler direkt aus RBX General entfernen. Aber ich weiß dann nicht, ob ihr vielleicht ein Spiel habt, in dem nicht jeder Spieler automatisch in einem Team drin ist. Wenn wir die Input Bar nicht finden, dann gibt es einfach mal eine Warnung. Und es wird returned. Aber falls wir sie finden, haben wir hier eine Funktion, die heißt Set Team Chat. Als erstes finden wir die Team Brick Color von dem Spielerteam heraus. Das bedeutet, wir sagen Spieler.TeamColor / Team. Wenn wir kein Team haben, wird der Targeted Text Channel wieder auf RBX General gestellt und wir returnen. Das heißt dann alles wieder normal, wenn wir kein Team haben. Wenn wir aber ein Team haben, dann suchen wir uns erstmal den entsprechenden Team Channel in den Text Channels. Die Team-Channel heißen immer RBX Team und dann der Name von der Brick-Color, das heißt RBX Team, Punkt, Punkt,
Team.name. Und dann müssen wir nur noch den Text-Channel setzen, und zwar indem wir sagen input-bar.target-text-channel ist gleich Team-Channel, oder falls wir doch den Team-Channel nicht gefunden haben, abx-channel. Das Ganze connecten wir dann input-bar.changed und das sollte eigentlich reichen. Ich habe am Anfang noch überlegt, ob man das vielleicht noch an Team-Changed oder an Team-Player-Edit connected, aber das scheint nicht notwendig zu sein, weil die Chat-Input-Bar-Configuration sich selbstständig ja updatet, wenn ihr das Team wechselt, wenn wir schon in dem Team drin sind. Und immer wenn man den Chat öffnet, dann ändert es sich auch. Das bedeutet, an sich sollte diese Connection hier alleine reichen. Wenn wir das Ganze aktiviert haben, können wir ins Spiel reingehen. Und ihr seht hier, standardmäßig ist ihr Team. Wenn ich Backspace drücke, es funktioniert nicht. Ihr hört, ich hammer auf die Backspace-Taste. Ich kann aus dem Team-Channel nicht raus. Ich kann nur an meinem Team-Channel schreiben, aber in keinen anderen Channel. Wir versuchen es mal mit /help. Vielleicht ist es möglich, einem Spieler zu whispern. Das kann sein. Das könnte ich mal ausprobieren. Dafür gehen wir oben auf Test. Und dann starten wir einmal einen Server mit 2 Spielern. So, hier haben wir einen Spieler. Da ist der andere Spieler. Ich bin im Team Polizei, er ist im Team Zivilisten. Das heißt, ich schreibe jetzt mal Hi hier rein. Ihr seht, ich habe Hi geschrieben, aber er sieht nicht, dass ich Hi geschrieben habe. Bei ihm ist der Chat einfach leer. Wenn er jetzt Hallo schreibt, seht ihr hier meine Bubble und das im Chat. Aber ich sehe es wiederum nicht, weil wir nicht im gleichen Team sind. Wenn ich aber jetzt seinem Team beitrete und dann Hi schreibe, dann kann er auch sehen, dass ich Hi schreibe. Und er sieht hier auch oben im Text, im Text-Channel, dass ich Hi geschrieben habe. Das funktioniert schon mal. Jetzt gehe ich aber mal in ein anderes Team rein und versuche jetzt Player 1 zu whispern. Dafür schreibe ich jetzt /w. Hallo? /w. Hallo? /w. Es geht nicht. Es geht nicht. Weil, wenn ich /w mache, gehe ich ja in einen Whisper-Channel rein und dann hat sich die Input-Bar gechanged. Dann wird es einfach zurückgechanged zum Team. Das bedeutet, Whispern ist nicht drin, wir können nur mit unserem Chat reden. Wenn ihr das wollt, dann habt ihr das jetzt, wenn nicht, dann eben nicht. Ich gehe mal hier oben auf Test und dann auf Cleanup, um das alles wieder zu schließen. Was man in dem Script noch machen könnte, wäre sicherstellen, dass er auch wirklich alles geladen hat. Man könnte sicherstellen, dass auch der Text-Chat-Service verwendet wird. Es könnte theoretisch schon reichen, wenn ihr hier einfach mal ein task.wait 3 Sekunden reinschreibt und dann sollte eigentlich alles relativ sicher sein. Aber das ist unser Only-Team-Chat-Script. Falls ihr wissen möchtet, wie ich das mit diesen Team-Spawns hier gemacht habe oder auch mit dem Team-Equip, dann guckt euch das Video an, das jetzt oben auf dem i verlinkt ist. Das sind nämlich 2 verschiedene Tutorials, einmal für Team-Equip und einmal für Team-Spawns. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir jetzt in die Kommentare. Klickt auf das Video, das hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!